Es ging darum, ich habe ja bei Hertha bei der U23 aufgehört und wollte aber dieses Kabinengefühl nicht verlieren und habe überlegt, wo ich selber noch Fußball spielen kann. Habe einen Verein gesucht, der sonntags mittags spielt. Und dann bin ich da irgendwann bei der Landesliga gelandet. Und ja, und da habe ich gesagt, oh ja, das Landesliga könnte passen vom Niveau, kann ich vielleicht noch ein bisschen aufdribbeln und es geht. Aber dann hatte ich durch Zufall den Rommel getroffen bei einer Veranstaltung und der hat mich dann noch angehauen und meinte, komm doch zu Preußen, lass uns doch mal zusammensetzen. Dann habe ich mich mit dem Andreas Mittelstädt zusammengesetzt und habe halt gesagt, dass bei mir das Problem, weil ich ja bei Hertha BSC tätig bin, dass ich nicht so viel Zeit habe und wir das schauen müssen, wie wir es hinkriegen. Die Trainingszeiten passen aber eigentlich auch, wir trainieren immer am späten Abend und irgendwie hat es dann alles gepasst und ja, nun bin ich hier. Ich habe jetzt gerade im Sommer mit Fußballspielen aufgehört und mache jetzt meine Trainerscheine. Ja, und dann ist es ja auch mal eine andere Aufgabe, aus der Sicht des Trainers das alles mitzuerleben. Und sozusagen ist ja alles Neuland für mich. Bisher macht es mir riesen Spaß. Und ich versuche natürlich unseren Jungs das mit auf den Weg zu geben, was ich in meiner Karriere alles miterlebt habe. Ich hoffe erstmal, dass wir genauso viel Erfolg mit ihm haben, wie er als Spieler hatte. Und streben natürlich den Aufstieg an. Und es ist natürlich sensationell auch, dass wir ihn als Trainer verpflichten konnten für den ganzen Verein. Ja, ein absoluter positiver Typ, der seine Erfahrungen jeden Einzelnen weitergibt. Und man merkt schon, dass er auf jeden Fall ein paar Spiele viel härter gemacht hat und Bundesliga-Profi war. Und ja, ich denke, das wird eine sensationelle Saison mit ihm. BFC Preußen hat letztes Jahr eine ordentliche Truppe gestellt. Mit den Jungs macht es Spaß zu arbeiten. Wir haben uns als Ziel gesetzt, dass wir ordentlichen Fußball spielen wollen. Und der Aufstieg ist jetzt dieses Jahr keine Pflicht, ist jetzt ein Kennenlernen. Wir wollen halt im oberen Drittel landen, aber die Saison hat noch nicht mal gestartet, von daher müssen wir erstmal von Spiel zu Spiel denken. Ich habe von jedem Trainer, den ich in meiner Laufbahn hatte, und das waren einige, immer das Beste mit rausgenommen. Von daher, also wenn ich von jedem so ein Stück bin, von jedem so ein bisschen widerspiegeln kann, dann glaube ich, bin ich oder kann ich ein guter Trainer werden.